Herzlich willkommen, liebe Freunde, auf eine weitere Folge Arc Extension mit meiner Wenigkeit und meinem lieben Freund, dem Gonzo. Hi, mein Lieber. Hey, ja, Arc Extension, es geht weiter. Und Freunde, ihr seht es schon, wir haben noch kein Haus hier fertiggestellt, weil wir uns einfach auch dazu entschlossen haben, dass wir jetzt einfach mal so ein bisschen in Echtzeit weiter aufnehmen. Ist vielleicht für euch auch ganz schön, wenn der ein oder andere mal sieht, wie wir das hier auf die Beine stellen und dass nicht auf einmal hier ein fertiges Haus steht oder irgendwas. Ja, was soll ich noch sagen? Wir haben unseren ersten Dino getamed. Hier, unseren Gerlindodo. Yay! Ja, und in der letzten Folge, wir waren beide noch ein bisschen aufgeregt wegen dem DLC. Das ist viel abhanden gekommen. Was ich noch sagen wollte, für die, die es noch nicht wissen, wir zocken beide auf der PlayStation 4, ich auf der normalen, der ZMC zockt auf der PS4 Pro. Und der ZMC ist bei mir natürlich verlinkt, erster Link in der Videobeschreibung. Einfach mal rübergehen, Videos da gucken, liken, Abo dalassen, freut er sich drüber. Und die erste Folge haben wir ja extra ein bisschen länger gemacht, weil wir auch wirklich ziemlich geflasht waren. Jetzt kommen wieder täglich Videos von uns und die Länge wird sich dann so, ja, wie ihr es von uns gewohnt seid, so zwischen 20 und 30 Minuten irgendwo einpendeln. Das war noch das, was ich noch dazu sagen sollte. Und Dodo, es war schön, dass du da bist, aber du musst mir nicht folgen. Komm mal hier hin. Komm mal hier hin. Der Dodo. Ja, der Dodo. Ja, natürlich, also auch mein lieber Freund, der Gonzo ist natürlich bei mir. Auch ebenfalls verlinkt und auch er wird sich freuen über ein Like und auch über ein neues Abonnement. So, jetzt mal fertig mit der Schleichwerbung hier und ja, liebe Freunde, ich bin ganz fleißig am Holz sammeln. Natürlich mache ich nichts anderes. Also zwischendurch helfe ich hier meinen lieben Freunden ein bisschen und sack streichle ihm seine Klöten. Ja, dann. Ja, ja, siehst du, da seht ihr, wer Freude hat, ne? Bernstein. So ist es. Und ich bin gerade dabei, schon mal hier im Fluss, weil wir haben in der letzten Folge schon rausgefunden, dass wir aus diesen Steinen, wenn auch nicht viel, aber wir kriegen Metall raus. Ich bin jetzt schon auf der Suche nach Metall. Ich sammle schon fleißig, weil wir ja auch die Map erkunden wollen. Aber weil diese Map ja, ja mehrere Ebenen hat, werden wir um Flugdinos nicht drum rumkommen. Das heißt, der ZMC kümmert sich darum, dass wir erstmal eine Zwischenbase und ein Dach über dem Kopf haben und ein warmes Bettchen. Ich kümmere mich darum, dass gleich sowas wie Mörsel und Stößel da sind, dass wir einen Schmelzofen haben, damit ich schon mal eine Armbrust herstellen kann und Pfeile für Narcotics, damit wir uns, also ich habe hier viele Petris gesehen in der Gegend, damit wir uns erstmal schon mal einen Flugdino zählen können. Und ich wage mich jetzt mal ein bisschen weiter hier vor. Hier haben wir einen Elch. Ja, finde ich geil. Finde ich geil. Richtig geil. Hier haben wir Dodos. Scheiße. Hier haben wir wieder den Bronto. Der ist immer noch hier. Will ich das aus Stein bauen oder will ich das nicht aus Stein bauen? Gute Frage. Es war klar. Egal. Ja, der klaut mir rohes Fleisch. Ich muss mal kurz kämpfen hier. Na, mach mal. Derzeit baue ich ein bisschen weiter. Wo ist er? Weiß ich nicht. Da ist er. Ich habe meine Waffe fallen gelassen. Das geht ja gar nicht. Na, super, mein Freund. Na, bist du wieder mal richtig gut. Weißt du, es ist wieder dieser komische Vogel, der dir alles klaut. Ja, ja. Na komm her. Das geht jetzt ziemlich auf den Senkel. Oh ja, da geht einer auf den Senkel. Na komm schon. Also, das gibt's nicht. Was gibt's nicht? Ich krieg ihn nicht down. Ach nee, komm jetzt. Es gibt's doch gar nicht. Warte, ich komm mal wieder zurück. Ey, der klaut mir mein ganzes Fleisch. Oh. Soll ich jetzt Mitleid haben? Ja, nee, sollst ne? du. Sollst du. Hast du alles für Wünsche? Ja, ich hab ne. Ah, es wurde aber auch Zeit.
So, damit du mir da nicht runterfällst, mach ich das mal hier hin. So, schaut mal, liebe Freunde. Herrlich, ne? Die Aussicht hier. Ich habe zwar Höhenangst, aber naja. So, weiter geht's. Was ich vorhatte, habe ich gesagt, ne? Ja, habe ich gesagt, okay. Und ich habe gerade auch festgestellt, nachdem ich die Folge von gestern, nachdem ich die fertig gemacht habe, dass diese Lautlospassagen doch ziemlich nervig sind, weshalb ihr jetzt auch leise im Hintergrund die schöne Arc Extinction Musik hört. Ja, die kommt also nicht vom Spiel, sondern die ist manuell eingefügt, weil ich finde, es ist einfach zu leise hier auf der Map. Zumal gerade, wo ich gekämpft habe, war es aber relativ laut von der Musik. Das werde ich jetzt mal ein bisschen runterstellen. Genau. Genau. So. Hm. Und dann kehre ich mal zurück und dann ist die Frage, kann ich hier schon irgendwas setzen, lieber ZMC? Oder kriege ich denn wieder Ärger? Ja, du kriegst Ärger. Warte, ganz kurz. Bin ja gleich bei dir, kleine Musik. Also, ich habe schon fleißig gesammelt. Ich brauche Fasern, mein lieber Freund. Oh. Und ich bin überladen. Ich bin sowas von überladen. Ey, alter Schwede. Ja. Ich muss hier noch ein bisschen Beeren. Kannst du Beeren brauchen? Nee, Moment, überhaupt. Doch, Narkobären, natürlich. Weil ich muss ja jetzt Narkotics herstellen. Aber gut, dass du es sagst. Da kann ich auch schon mal anfangen zu sammeln. Ja, deswegen wäre es auch gar nicht mal so schlecht, wenn ich mal so langsam irgendwo meinen Mörser und Stößel hinstellen könnte, weil Freunde, ihr habt es gerade in meinem Inventar gesehen, den habe ich ihm oft bereits hergestellt. Den würde ich jetzt ganz gerne hinstellen und würde mich schon mal um die ersten Narkotics kümmern. Ja, ich bin etwas ganz subtil überladen. Ja. Na, ist nicht... Ja, lach du nur, du bist doch... Du solltest vielleicht, weil ich habe das auch mal in deinen Aufnahmen gesehen, aus unserem alten Arc-Let's Play, du hast dafür, dass du eigentlich der Baumeister bist, doch relativ wenig an Gewicht geskillt, ne? Du lagst irgendwo um die 200, 300 ungefähr bei Gewicht. Ich habe mein Gewicht auf 460 geskillt. Ja, piss mich doch an. Alles ja, gut. Bin ich Mach bei. Mach mich fertig, ne? Mach mich fertig. Alles okay. Ein gut gemeinter Rat von einem lieben Freund. Ja, mehr ja, ist es nicht. Du kannst mir meine Eier streichen. Ja, das kann ich gerne tun. Wenn du mir sagst, wo du bist, dann mache ich das. Ja. Oh, und ich vermisse unseren Flying Stone jetzt schon. Komm, ich schmeiß dir mal die... Unser Krötenkrauler. Ich schmeiß dir mal die Nacho Bears. Oh, ich hab die weggeschmissen. Scheiße. Oh, ja. Sorry. War verkehrt. Ja, alles gut. Ich hab versehentlich die falschen weggeschmissen. Ist egal, macht nichts. Waren eh nicht viele. Ja, ich bin schon fleißig am Sammeln. Okay. So. Wie sieht's aus? Gibt's schon sowas wie einen Tisch, wo ich Mörser und Stößel draufstelle? Nein, Tisch gibt's noch nicht, muss ich erstmal herstellen. Scheiße. Entschuldigung, das habt ihr nicht gehört. Es ist nichts für die Jüngeren. Warum? Weil er Scheiße gesagt hat? Weißt du, ich erzähle die ganze Zeit vom Klötenkraulen und so und du entschuldigst dich, wenn du Scheiße sagst. Also. Ich muss hier noch was loswerden. Kann ich den kleinen Fisser hier reinstellen? Nein, ich kann ihn nicht. Ich kann ihn nicht reinmachen. Oh, geh mir doch nicht auf den Senkel. Echt jetzt. Achso, muss ich das herstellen. Ja. So. Gut. Also ich, wie gesagt, Mörser und Stößel habe ich hergestellt und ich habe jetzt auch schon den Schmelzofen hergestellt. Okay, du brauchst einen Tisch, ne? Gut. Yep. Ich brauche keinen Tisch, aber du möchtest ja gerne, dass Mörser und Stößel immer auf einem Tisch steht, also. Natürlich. Na, oh, du kleine Pussy, du. Warte mal. Ich? Ich brauche noch 6. Hast du noch Metall? Ich brauche noch 6 Metall. Wofür? Für den Tisch zum Herstellen.
Sag mal, passt ja, du eigentlich auch auf, wenn ich dir was sage? Das Metall brauche ich eigentlich für die Armbrust. Gib mir 6 Stück Metall. Kannst wieder farmen gehen. Hier hast 9. Danke. Schatzi. Schatzi, schenk mir ein bisschen Metall. Das kann ich gebrauchen. Da. Schon lange dein Popo nicht mehr gesehen. Oh. Du mich auch. Ja! Immer wieder gerne. Bitteschön. So, jetzt würde Hans sagen, mach doch einen Zeitraffer. Mach mal. ja, so. Bitteschön, aber setz den Mörsernstöß schön in die Mitte. Oh, ne? Weißt du was? Guck mal, pass mal auf. Aussehen. Guck mal hier, pass mal auf. Wir machen das anders. Ich hab's befürchtet. Pass mal auf, warte. Oh Baby, ich lieb dich so, weißt du das? So, ah, du kriegst warte von mal, mir warte einmal. Bleib stehen. Ja. Warte mal, ich werf den Mörser und Schlüssel jetzt an den Kopf. So, hier. Zack. Ah, nee, komm. Oh. Und den Schmelzofen kriegst du auch noch. Zack. So, bitteschön. Vergnüg dich damit. Schmelzofen? Kann ich den Schmelzofen auf dem Balkon platzieren? Mach, was du willst, aber stell mir bitte erstmal Mörser und Schlüssel dahin, damit ich hier... Sonst sind die Bären, die haben ja auch nur eine begrenzte Haltbarkeit. Ja, ja. Sei nicht so eine Pussy. Du bist so eine Pussy. Ja, also dann darf ich dir den Schmelzofen draußen hinstellen, ne? Darfst du so. Nein, nicht, dass du gleich wieder eine Krise kriegst, weil er nicht in der Nähe ist, ne? Ja. So. Und dann können wir die ersten Narcotics herstellen. Wunderbar. Gut, dann mache ich mich mal weiter auf die Suche nach Narkobären. Und überlasse den ZMC sein Schicksal da hinten. Und der ZMC ist immer müde. Warum bin ich müde? Ey, hast du noch nicht einen Krampf? Wovon? Von der Scheiß-Taste drücken. Ja, ich sammle Bären. Ja, mach mal. Ich rot hier alles ab. Alter Schwede. So, ich sammle auch weiter ein bisschen Metall. Okay, wo ist meine Metall? Wo ist meine Axt? Gib mir einen Baum. Wo habe ich denn jetzt meine Axt hingetan? Okay. Stroh. Oh, gut. Der schöne Baum. 150 Holz. Ich werde mir mal ein bisschen Stroh noch besorgen jetzt hier. Ja, mach du. Weil ich weiß gerade nicht, wo ich meine Axe, meine Picke hingetan habe. Oh, da hätten wir auch schön bauen können. Oh, da hätten wir ganz schön bauen können. Oh, ich habe ein ganz schönes Plätzchen gefunden hier. Oh, wir werden auch noch mehrere schöne Plätzchen finden. Oh, guck mal, da hätte ich schon einen Steinboden gehabt. Hätte ich ja gar nichts machen müssen. Ja. Oh, Hilfe, ich werde gerade attackiert. Ja, was? Wurde ich auch schon. Scheißfliege. Ich krieg die nicht. Wo ist die? Ja, gerade hatte ich den Spaß mit diesem Klauvogel. Jetzt hast du den Spaß. Oh, wo ist die? Ja, ich sehe nichts. Ich bin, glaube ich, gleich tot. Ja. Von einer Riesenameise getötet. Jetzt kann ich den Sound von TNT anstelle für tot, ne? TNT. Okay. Ja, gut. War so ein blöder Insider. Ey, scheiße. Ich bin tot. Das gibt's doch nicht. Kannst du mal mitkommen, mein lieber Freund? Ja, kann ich machen.
Was hat hier geklingelt? Ja, ich habe gerade gesehen, mein Handy ist nicht auf leise. Ich habe gerade eine E-Mail gekriegt, wieder irgendwas Unwichtiges. Ich stelle jetzt mein Handy mal auf leise. Ja, Vorbereitung ist das halbe Leben eines Let's Players. Klappt immer wunderbar bei uns beiden, meistens bei mir. Na, komm mal mit. Ja, wo bist denn du? Ja, da. Ja, da. Ach, da. Nee, da ist Gerlin Dodo. Aber dich sehe ich nicht. Komm mal hoch. Komm hoch, hinten hoch. Guck mal, da bin ich, mein Freund. Da. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Da, dreh dich mal um. Ich spring ja hier, komm mal mit. Jetzt musst du da für mich die Hackeklöte üben. Der kleine Scheiße. Und dann, Alter, wie weit hast du dich von der Base entfernt? Ja, ich wollte Holz sammeln, Süßer. Oh, das war schlecht. Jumpy, jumpy. Da hinten? Wahrscheinlich ist sie jetzt nicht mehr da, ne? Doch, die ist noch da. Die ist noch da. Die scheiß Biene. Ja, guck mal, die hat's nur auf dich abgesehen. Ja? Boah, ich bin gleich wieder tot. Wieso? Bist du schon... Hallo, ist er schon down? Bleiben Sie ruhig. Ja, ich hab nicht mehr viel Leben. Chitin haben wir gekriegt. Wunderbar. Gut. So. Oh, weißt du was? Da schwirrt noch was rum. Oh Gottchen, ich war schon wieder am Rückweg. Weil ich bin überladen. Alles klar, du willst Gleitschutz haben. Ja, weil irgendwas summt mir da noch rum. Ich glaube, ich bin da in ein Nest getreten. Ah, oh, Metall, 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 Metall. Siehst du? Jawoll! Ich stehe ja schon auf Biene Meier, aber muss nicht sein. So, können wir? Nee, warte. Ich muss mich anziehen, sonst lässt du. Gucken wir mal, wie viel Metall haben wir denn? Ey, wir haben jetzt schon 80 Metall. Wow, das ist schön. Nicht das schlecht. Ist schön. Ja. Willst du ein schräges Dach oder willst du viereckig gebaut? Ich will eine Zwischenbase. Ich will die Map erkunden. Ich bin Extinction geil. Ich bin so geil auf diese Map. Du bist so geil. Du bist so geil für diese Map. Ich will so schnell wie möglich, wie gesagt, will ich ein Dino tame, ein Flugdino und dann mit dir gemeinsam die Map erkunden. Die. Wie sagt man so schön, ferne Welten erkunden? Ja. Ja. Oh, jetzt bin ich selber überladen. Ich auch. Warte mal, kann ich was essen? Dann kann ich mich. Kann ich was essen? Ja, kann ich meine Gesundheit ein bisschen rausfinden? Komm. Da. Diese Scheiße da. Ey, würdest du warten? Ich bin nicht so schnell. Ja, ist doch nix. Noch nicht. Ja. Da oben hätten wir auch gut bauen können. Oh! Guck. Ich werd beobachtet. Von der Drohne? Welche Drohne? Ja, genau, die fleischliche Drohne. Fleischliche Drohne. Hört sich gut an, ne? Fleischliche Drohne. So, wo hast du mir denn den Schmelzofen hingestellt da? Okay. Ja, wo ich dies gesagt habe. Ja, alles gut. Hörst mir wieder nett zu. Es ist immer wieder dasselbe mit dir. Dann hauen wir schon mal die ersten Metallbarren da durch. Ach, da ist meine. Ich Idiot, jetzt habe ich sie hier reingetan. Nee, ist egal. Gut. Beeren. Fleisch. So. Ah, jetzt kann ich schnell laufen. Ach. Gottchen.
Schlaf. Warum brauche ich Schlaf? Ja, weil du am Gehen bist. Ach so. Ah, es ist wieder sehr, sehr mühselig, wieder die ganzen Beeren per Hand zu farmen. Mhm. Aber das macht's auch irgendwie aus, ne? Neue DLCs, neue Maps, du fängst wieder von vorne an. Ich find's geil. Also mir macht's wieder richtig Spaß. So richtig Spaß. Mhm. Mir auch. Hurra, hurra. Hurra, hurra, hurra. Auch wenn's mühselig ist, aber es macht Spaß. Genau. Ich wollte ja nicht, ich wollte ein schräges Holz. Und der ZMC ist schon wieder dabei, ein Kunstwerk zu erstellen. Nee, ich mach einfach. Ich baue. Ein Kunstwerk. Du bist mal einer. Mach dir doch ein Kunstwerk. Na komm, was war denn der Hidden Lake? Das war schon ein Kunstwerk, was du da hingestellt hast. Der Hidden Lake? Nee, okay. Ganz normal. Ganz normal. Ganz normal. Ich hätte wahrscheinlich gebaut, Haus, vier Wände, Dach, fertig. Ja gut, natürlich. Du hättest das schon gemacht, so, ne? So. Dann haben wir, oh Gott, aber extremst mühselig, extremst. Ups. Türchen. Was hast du wieder gemacht? Alter, dieser Bronto hier. Oh, hier haben wir Petri. Level 9. Ah, nee, das ist nichts. Ich habe vorhin schon einen 45er gesehen. Der kommt schon eher in Frage. Ist zwar auch noch kein High-Level-Envy, auch eher noch so ein Low-Bob, aber mit 45 sind wir schon mal ein Stückchen weiter. So, und bitte, ne, denk dran, wir sind wieder am Anfang. Ganz am Anfang. Wenn du Fleisch hast, was verdorben ist, schmeiß es mir bitte in Mörser und Stößel. Schmeiß es bitte nicht weg. Ich brauche es. Okay, mache ich doch für dich. Natürlich, mein lieber Freund. Oh, da komme ich nicht. Komme ich da hoch? Komme ich da hoch? Nein, ich komme da nicht hoch. Warum komme ich da nicht hoch? Kann ich hier übers Wasser? Ja, das kann ich. Och, jetzt habe ich hier eine Tür im Weg. Nein, 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 nein. So, jetzt haben wir schon mal die ersten Metallbarren. Das heißt, ich müsste schon mal die erste Armbrust machen können. Moment. So fahren. Herstellung. Armbrust, Armbrust, Armbrust. Ich sehe es gerade nicht. Ich bin mal wieder blind auf beiden Augen. Arm. Die heißt doch Armbrust, die Armbrust. Ja. Ey, ein Hirsch. Ja, den habe ich gerade schon gesehen, mein Freund. Oder heißt die Armbrust etwa anders? Ich muss mal hier gucken. Ja, da ist die Armbrust. Gelernt habe ich sie auch. Wieso ist sie jetzt nicht in meinem Herstellungsmenü? Weil ich sie wahrscheinlich nur in der Werkbank herstellen kann. Gehe ich mal von aus. Gucken wir mal. Wird hergestellt in Werkbank. Alles klar, das heißt, wir brauchen eine Werkbank. Hab ich die denn überhaupt gelernt oder hat der ZMC die gelernt? Ich glaube, das war ich. Oder nee. Da, ich hab die. Also ich brauche für die Werkbank brauche ich noch 5 Metallbarren. Ich bräuchte nur noch Holz, dann habe ich alles zusammen. Ja, wie wir das haben.
Ja, du hast ja hier schon wieder alles abgeholzt. Gib mich mal bitte so um die 30 Holz, dann haben wir eine Werkbank. Wo bist du? Ja. 30 Holz. Ja. So viel. Ja. So viel habe ich nicht. Nee, habe ich nicht. Sorry. Hast du echt nicht? Aber was, warte mal, mein Freund. Warte, bleib da, aber, reichen dir die auch? Ja. 100, oder? Ist gut, ne? Passt. So, Freunde, ich werde jetzt die Werkbank herstellen und ja, wenn ich gerade mal auf meinen Timer gucke, ist die Folge schon wieder vorbei. Echt jetzt? Mhm. So, Werkbank wird hergestellt. Dann würde ich sagen, bevor ich die jetzt hinstelle und der ZMC sich wieder aufricht, gebe ich dem ZMC jetzt die Werkbank, damit er sie hinstellen kann. Hier, bitteschön, lieber ZMC. Da, einmal Werkbank. Dankeschön, mein lieber Freund. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich schon mal von meiner Stelle. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, schaut gerne beim ZMC vorbei. Der erste Link bei mir in der Videobeschreibung. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Wenn ihr ein Abo da lasst, aktiviert auch die Glocke, damit ihr keine Folge mehr von unserem verrückten Let's Play hier verpasst. Und dann sage ich, das letzte Wort kriegt der ZMC. Tschüss. Ja, ich werde hier noch die Werkbank positionieren. Hey. Sage herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und auf eine weitere Folge. Tschüss.